Ausgangspunkt ist diesmal eine Eigenkreation von mir. Im Alter von, keine Ahnung, vielleicht 7 Jahren habe ich mir ein eigenes Brettspiel ausgedacht und dazu auch Ereigniskarten erstellt. Natürlich mit zahlreichen orthografischen Fehlern. Mir geht es jetzt aber nur um das Wort Ziege und hier nicht um die fehlerhafte IE-Schreibung, sondern nur um das G. Offenbar war mir nicht klar, dass das Verb ziehen eine Unregelmäßigkeit in seinem Paradigma aufweist. Der Konsonant wechselt im Präteritum und im Partizip 2 vom nicht gesprochenen H zum G. Dass das eine Besonderheit ist, sieht man an der Gegenüberstellung mit ähnlich lautenden Verben, welche diese Unregelmäßigkeit nicht haben. Es gibt aber noch weitere merkwürdige Konsonantenwechsel bei unseren Verben, nämlich von D zu T in Schneiden, Schnitt, geschnitten, genauso auch bei Leiden, und von R zu S in Waren, gewesen. Wie kam es also zu diesem sogenannten grammatischen Wechsel? Um das zu verstehen, müssen wir uns einen Prozess anschauen, der schon vom Indogermanischen, auch Indoeuropäischen, zum Germanischen stattgefunden hat, also vor grob 3000 Jahren. Die sogenannte erste Lautverschiebung, auch germanische Lautverschiebung. Auf Englisch wird sie oft auch Grimm's Law genannt, denn Jakob Grimm hat sie als einer der ersten beobachtet. Wir schauen uns jetzt aber nur den für uns relevanten Teil davon an, nämlich die Tenuis-Verschiebung, also die Verschiebung der stimmlosen Plosive PKT, welche zu stimmlosen Frikativen wurden. Das kann man sehr schön sehen, wenn man verschiedene Sprachen miteinander vergleicht. Das Lateinische und das Italienische repräsentieren hier den indogermanischen Stand, denn sie haben die erste Lautverschiebung nicht mitgemacht. Das Englische und das Deutsche schon, wie man an der Gegenüberstellung von Pater Patre und Father Vater sehen kann. Das indogermanische P hat sich also im Germanischen zum F verschoben. Dass Centum und Hundert zusammengehören, sieht man nicht auf den ersten Blick, aber das K hat sich zunächst zum Achlaut und dann weiter zum H verschoben. Für den Wandel von Indogermanisch T ist Frater unser Beispielwort. Hier unterscheiden sich aber das Englische und das Deutsche voneinander. Im Englischen ist es bekanntlich beim TH geblieben. Im Althochdeutschen entwickelte es sich zum D weiter. Wahrscheinlich ist es am besten, wenn Sie sich einfach die Wörter Vater, Hundert und Brüder merken und daraus einen Merksatz wie Mein Vater hat 100 Brüder basteln. Wenn man dann das Lateinische, Italienische oder eine andere romanische Sprache zum Vergleich heranziehen kann, kann man sich die Lautverschiebung leicht rekonstruieren. Dieses Lautgesetz gilt aber dummerweise nicht immer. Dies sieht man sehr gut an der Gegenüberstellung von Frater und Pater. Wie eben gesagt, wurde das T in Frater gemäß der ersten Lautverschiebung zum TH und schließlich zum D verschoben. Bei Pater ist dem nicht so. Hier wurde das T zunächst zum D, dann wieder zum T verschoben. Wir haben also D und T in direkter Gegenüberstellung, genau wie beim Wechsel von Schneiden und Geschnitten. Jakob Grimm hat wahrscheinlich ähnlich geschaut wie der unzufriedene Smiley hier, denn er konnte diese Unregelmäßigkeit nicht erklären. Das gelang erst wenig später dem dänischen Sprachwissenschaftler Carl Werner. Er fand heraus, dass die Position des Akzents entscheidend ist. Die durch die erste Lautverschiebung entstandenen Frikative wurden in stimmhafter Umgebung stimmhaft, wenn der ursprüngliche indogermanische Wortakzent nicht unmittelbar voranging. Ob dieses sogenannte Wernersche Gesetz erst nach der ersten Lautverschiebung oder schon währenddessen eingesetzt hat, ist in der Forschung allerdings umstritten. Was heißt das aber konkret? Im Indogermanischen wurde das entsprechende Wort für Vater auf der letzten Silbe betont, also auf dem Ter. Pater. Das ist seltsam für uns, aber im Indogermanischen war der Wortakzent noch variabel. Im Griechischen blieb diese Betonung noch erhalten, während sich später im Germanischen der Initialakzent durchsetzte. Jedenfalls sorgte das Wernersche Gesetz für das anfangs beschriebene Konsonantenwirrwarr. Schauen wir uns das noch genauer an. Hier eine sehr gute Übersicht von Peter Ernst. Gehen wir das mal durch. Indogermanisch P verschob sich gemäß erster Lautverschiebung zum F.
Unter Einfluss des Wernerschen Gesetzes entstand manchmal aber auch ein stimmhafter Frikativ, welcher schließlich zum stimmhaften Plosiv wurde. Dieser Wechsel ist gegenwartssprachlich nicht mehr besonders relevant. Wir sehen ihn aber noch bei Hefe und Heben oder bei Dürfen und Darben. T verschob sich normalerweise zum stimmlosen F und letztendlich zum D. Ansonsten wurde der Konsonant zunächst stimmhaft. Wie gesagt, entwickelte sich daraus aber wiederum das T. Das erklärt den Unterschied von schneiden und geschnitten. Bei Indogermanisch K haben wir entweder die Entwicklung zum H oder aber zum G. Und hier kommen wir endlich zu unserem Ausgangspunkt zurück, denn der Unterschied von ziehen und gezogen erklärt sich genau so. Bei dem indogermanischen Vorläuferwort von gezogen lag der Wortakzent also auf der letzten Silbe, wodurch das Wernersche Gesetz eingetreten ist. Diese drei Lautwandelprozesse sind wie gesagt im Zuge der Tenuisverschiebung der ersten Lautverschiebung entstanden. Das Wernersche Gesetz betrifft aber auch den indogermanischen S-Laut, der zunächst stimmhaft und etwas später im Germanischen zum R wurde. Der sogenannte Rotationismus. Daher kommt der Unterschied von was und waren im Mittelhochdeutschen, beziehungsweise waren und gewesen im Neuhochdeutschen. Es gibt verschiedene Merksätze für den grammatischen Wechsel. Einen, den ich im Studium kennengelernt habe, Frau Bergers dicke Tochter hat gerne süßen Reis. Eine Freundin von mir hat sich den folgenden schönen Merksatz ausgedacht, der für Herr der Ringe-Kenner hilfreich ist. Frodo Beutlins durchmischte Truppe hütet gemeinsam Saurons Ring. Im Mittelhochdeutschen war der grammatische Wechsel noch häufiger sichtbar. Hier ein Beispiel aus dem Beginn des Nibelungenlieds. Hier taucht das Verb verliersen auf. Verlieren hatte im Mittelhochdeutschen also noch den grammatischen Wechsel. Zum Neuhochdeutschen fand jedoch ein analoger Ausgleich statt. Im Niederländischen hingegen ist der Wechsel noch bis heute sichtbar. Und auch das Substantiv Verlust ist Zeuge dieses alten Lautstandes. Im Mittelhochdeutschen gab es auch noch viele weitere Verben mit dem grammatischen Wechsel. Einige davon sind nicht mehr im Gebrauch, so zum Beispiel kirsen, wobei die dazugehörige Partizipform auserkoren noch vorhanden ist. Dass gedeihen und gediegen miteinander zusammenhängen, ist vielen wohl gar nicht mehr bewusst, weil gediegen meist in einer anderen Bedeutung verwendet wird. Viele wurden aber wie verliersen einfach angeglichen. Insofern kann man sagen, dass ich mit meiner Variante eigentlich ziemlich progressiv war. Trotz allem weigert sich Ziehen bis heute, das G anzunehmen. Vielleicht muss ich schwerere Geschütze auffahren und auch die entsprechenden Wortbildungen verändern. Aber es ist ja eigentlich auch ganz schön zu sehen, wie hier ein Jahrhunderte- bzw. Jahrtausende alter Prozess immer noch fortwirkt.